Zeit im sonnigen Spanien neigt sich dem Ende zu. Doch bevor es am heutigen Freitag noch wieder zurück in die Hansestadt geht, war der FC St. Pauli in seinem ersten und einzigen Testspiel in dieser Winterpause gegen den Ligakonkurrenten VfL Osnabrück gefordert. Der Neuzugang Ayosha Kemlein schaffte es beim Kiez-Club direkt in die Startaufstellung. Es wurden zweimal 75 Minuten gespielt. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im Dezember des letzten Jahres endete mit einem 1:1 Unentschieden. Das Testspiel am heutigen Freitag verlor der Kiez-Club mit 1:3. Aus dem Spiel müssen nun die richtigen Schlüsse gezogen werden, denn viel Zeit bleibt nicht mehr bis zum Rückrundenstart. Nach dem Eurocup ist vor dem nächsten wichtigen Spiel in der Liga. Den Spielern der Veolia Towers steckt die 90:96 Niederlage im Eurocup noch in den Knochen. 4 Partien stehen noch im Eurocup aus, doch die Mannschaft unter Cheftrainer Ben Kabalowski hat nach der Niederlage am Mittwochabend keine Chance mehr, in die Playoffs zu kommen. Der volle Fokus liegt nun auf der nächsten Aufgabe. Am Samstag geht es für die Towers gegen die Rostock Seawolves und damit gegen einen Tabellennachbarn. Laut des Trainers werde es eines der schwersten Auswärtsspiele der Saison. Die Mannschaft will an die zuletzt guten Leistungen in der Liga anknüpfen und die nächsten wichtigen Punkte sammeln. Zweites Spiel, zweites Unentschieden. Der Hamburger SV kam auch im zweiten Testspiel des Trainingslagers nicht über ein 2:2 Unentschieden hinaus. Zwar war das Team von Tim Walter über weite Strecken besser, doch der FC Zürich nutzte seine wenigen Chancen. Jonas Meffert und Robert Glatzel schossen den Tabellendritten jeweils in Führung. Doch die Schweizer glichen immer wieder aus. Ein besonderes Highlight der Partie war die Einwechslung von Ludovic Reis für Laszlo Benisch in der 77. Minute. Der Niederländer feiert damit ein Blitzcomeback. Nach seiner Schulter-OP und einer längeren Pause könnte er nun vielleicht auch eine Option für den Rückrundenstart sein. Am 20. Januar geht es für den HSV gegen Schalke wieder um wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg.